Harry und Ron standen früh auf und bereiteten sich auf Verteidigung gegen die dunklen Künste vor. Aber nicht alle waren an diesem Morgen so lebendig. Hermine! Oh. Wir haben Verteidigung gegen die dunklen Künste. Beeil dich! Komme schon. Gut. Wir machen auch hier die Bude unsicher. Ich mag Quidditch nicht. Das ist so schnell, da wird mir schlecht beim Zusehen. Ist Verteidigung gegen die dunklen Künste nicht im dritten Stock? Ja, das kann gut sein. Das kann wieder nur Ron durchsuchen, weil Ron der Einzige ist, der durch irgendwelche fremden Besitztümer wühlt. Bravo. Sehr schön. Durch die anderen Kissen kann ich nicht. Das Ravenclaw Quidditch-Team sieht am allerbesten aus. Das Ravenclaw Quidditch-Team sieht am allerbesten aus. Komm, bitte sag das doch bitte noch einmal. So, gehen wir in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum. Warte mal. Ich hab grad was mit Harry gesehen. Aha! Grüner Raum. Harry ist einfach so super jetzt. Du kennst einfach alle Geheimnisse mit ihnen auf der Karte. Das ist so schön. Ups. Sorry, Hermine. Das wollte ich nicht. Wobei. Wir müssen in den dritten Stock. Ich will nochmal in den jungen Schlafsaal. Gut, dass Hermine jetzt mitkommt. Das finde ich super. Finde ich echt super. Das ist klasse. Okay. Mäntel können wir nicht durchsuchen. Warum vergeuden wir hier unsere Zeit? Ausgezeichnet. Deswegen. Und du hast wahrscheinlich in deinem auch noch was. Ja. Aha. Müssten wir nicht längst da sein? Ja, egal. Seid solche Streber. Deswegen mag euch niemand. Wer kann bei Neville reinwühlen? Harry? Gehen wir in den dritten Stock. Ach Leute, es steht mir im Weg. Okay. Für eine Bohne habe ich das gern gemacht, die ich jetzt nicht bekomme, weil ich... So. Gott sei Dank, ich wollte mich schon über das Movement hier beschweren, aber nein. Ist okay. Warum haben wir jetzt extra Leben oder haben wir einfach Schaden genommen? So, vergiftet? Was ist das Problem? Fragen über Fragen und... Geh mal raus da. Ich mach mir wirklich Sorgen um Krätze. Seit wir in Hogwarts sind, benimmt er sich so komisch. Oh, warte mal. Ron kann doch bestimmt die... Da steht Bombe auswählen, ja. Kann er.
Hier war doch irgendwo noch eins. Was war das denn? Es war irgendwo oben. Ah, da! Okay. So, das heißt. Gehen wir in den dritten Stock. Sehr gut. Also, Ausschau halten nach Stinkbombenmöglichkeiten. Irgendwann müssen wir dann wieder zu Fred und George, um die letzten Möglichkeiten hier freizukaufen. Hatten wir hier noch irgendwie eine Stinkbombenmöglichkeit? Nee, hatten wir nicht. Danach habe ich eine Doppelstunde Arithmatik, dann Muggelkunde und später Zaubertränke. Ach. Ich kann echt nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Mine, ey, du bist... So eine Spielverderberin. Wir müssen gehen. Ist mir egal, was wir müssen. Wir müssen gar nichts. Super. So. Abkürzung zum vierten Stock, das will ich nicht. Hör auf, lasst mich durch. Lasst mich durch, Leute! Ach, ihr seid haben doch. Wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Lasst mich in Ruhe. Harry, du nervst mich auch. Ihr stresst mich alle. Ihr stresst mich hier nur. Ah! Nein, das ist die falsche Person. Zack! Professor Dumbledore hat uns befohlen, die große Treppe zu bewachen. Ja, du hast gerade gesehen, dass ich Stinkbomben geworfen habe. Herzlichen Glückwunsch, du machst einen schlechten Job. Ah, da. Nach Verteidigung gegen die dunklen Künste habe ich eine Doppelstunde Arithmatik. Beeilen wir uns lieber. Genau. Den Rand halten. Ist wohl hier. Nee, ist richtig. Dritter Stock. Wir sollten zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Netter Raum. Aha. Sehr schön. Haben wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Nein, haben wir nicht. Hast nicht mal auf die Uhr geguckt. Okay, Ron will nicht das machen, was ich gerne hätte. Müssen wir nicht längst da sein? Nein. Nach Verteidigung gegen die dunklen Künste habe ich eine Doppelstunde Arithmatik. Oh ja, bitte sag mir, was du morgen für Stunden hast. Weil mich das ja bestimmt interessiert, Hermine. So. Wir wollen hier die Bohnen haben. Ich habe ja schon gesehen, dass man hier... Gehen wir. Ja, gehen wir. Was wir hier durchwühlen können, aber. Er wollte sich lieber da an die Wand stellen.
in die Richtung immer gucken. Wir sollten wirklich gehen. Leute, ich suche hier gerade Bohnen. Für meine Brüder. Aber ich finde es auch gut, dass wir hier auch Stinkbomben finden. Das heißt, wir haben hier wieder die Stinkbomben aufgeladen. Aufgefüllt. Aufgeladen, genau. Eigentlich ganz nett. Haben wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Nein. Wir haben jetzt Muggelkunde. Ich hab gerade in Rons Kopf geguckt und da ist nichts drin. Ja, da oben. So. Wir müssen gehen. Müssen wir das? Ich meine, wir haben hier noch so viele Bohnen, die wir sammeln können. Wie kann ich mir bitte das entgehen lassen? Aber gut. Haben wir jetzt nicht Verteidigung gegen die dunklen Künste? Ja, ich mach noch kurz den Schrank hier und dann... den Schrank hier und dann können wir gehen. Freue mich, den noch weiter mobbt. Na komm, egal. Gehen wir weiter, ich werde hier nur von meinen Freunden gemobbt. Komm, gehen wir. Hi. Der erste Zauber, den wir lernen werden, soll wirklich mächtig sein. Sollen wir reingehen? Was haben wir denn hier? Nichts. Gucken wir mal kurz mit Hermine. Ah. Gut, dass er nach Hermine ruft und nicht nach Harry. Ja. Einfach mal mit der Karte hier alles angucken. Damit wir auch bloß nicht hier irgendwas... Komm. Künste. Danach habe ich eine Doppelstunde Arithmantik, dann Muggelkunde und später Zaubertränke. Ich kann echt nicht noch mehr Zeit vertrödeln. Kannst du nicht? Wie schade. Hermine, Ron, Harry, kommt bitte zu mir. Würdet ihr bitte dort reingehen und das Glacius-Zauberbuch holen? Ich bin da oben. Bin nicht mehr. Man kann doch bestimmt hier noch was sehen. Ne, kann er nicht. Okay. Ich meine ja nur. Ron gefällt mir in diesem Spiel sehr. Ja, bei Harry. Mit seiner Karte ist auch nicht so schlecht. Okay, das wird nicht so toll. Lass mich runter! Vorsicht, Hermine! Vorsicht, Hermine! Vorsicht, Hermine! Ah! Alles okay, Hermine? Ich kümmere mich um die. Ich kümmere mich um die. Ja, hab ich gesehen, du stehst da immer nur und machst nichts.
Ja, Ron, du bist echt ein großartiger Freund, ey. Es ist eiskalt. Ja, das hat Glacius so an sich. Jemand muss mir dabei helfen. Jemand? Ich glaube, wir müssen dir alle helfen. Ron, komm mal hier rüber und hilf uns bitte. Wie sollen wir das bloß schaffen? Schauen wir doch. Irgendwas ist passiert. Aber was mache ich jetzt? Puh, mir ist so kalt. Nochmal die Kiste. Gut. Ach, Ron hat wieder so ein Spürnäschen. Okay, können wir nicht sehen. Oder vielleicht sehen wir gleich mit Harry was. Etwas. Außer jetzt irgendwelche Wichte. Und rennt einfach schon vor. Nicht gut. Keine Zeit verlieren, Ron. Ich mag deine Mentalität. Sagen, rutschen wir hier, aber kam nur so rüber. Geht später weiter. Da kommen wir gerade gar nicht weiter. Hier kommen wir gerade nicht weiter, aber da ist ein Knopf. Ich sehe dort oben etwas, aber da kommen wir nicht hoch, ne? Nee. So kommen wir da nicht hoch. Nur den ersten Knopf. Oben ist ein Schild.